Heute kommt ein Video, was ich in der Form noch nie gemacht habe. Ich reviewe heute ein Parfum für euch. Und zwar das Parfum von Larive in Flame. Und was ich darüber zu sagen habe, das sage ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich stelle dir heute das Larive Parfum in Flames vor. Das soll der Duft-Zwilling von dem Paco Rabanne-Duft Olymp sein. Ich kenne den Duft nicht, kann ich gar nichts dazu sagen. Und Larive kaufe ich immer wieder, weil die Düfte eben bekannt dafür sind, dass sie vegan und tierversuchsfrei sind. Und deswegen stehen die bei mir natürlich auch im Fokus. Das sollen eben Duftzwillinge sein und das habe ich erst vor kurzem rausgefunden. War auch irgendwie eine ganz interessante Sache, weil bis dato jeder Duft von Larive für mich für ein eigenes Parfüm gestanden ist. Was ich an diesen Parfums sehr schwierig finde, ist, was man ganz am Anfang riecht und das ist nicht angenehm. Also ich bin mehrere Male im Laden drauf reingefallen und habe mir gedacht, warum habe ich das immer wieder unter meinen Videos stehen, dass ich mal die ausprobieren soll? Die riecht noch unangenehm. Und dann war ich zu Hause, habe dann wieder an den Duftstreifen gerochen und ah, das riecht ja gar nicht mal so übel. Und so hat es eine ganze Weile gebraucht, bis ich mit der Marke angefangen habe. Die halten einfach nicht so lange. Du kannst mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, an was das liegt. Das ist ein Eau de Parfum, das ist kein Eau de Toilette oder ein Eau de Color. Das ist ein Eau de Parfum, das sollte eigentlich schon den ganzen Tag halten. Der Meinung war ich bis dato immer. Ich denke, das hängt mit den Inhaltsstoffen zusammen, aber wenn du da mehr weißt, gerne mal unten in die Kommentare. Ich werde dir jetzt mal die Kopf-, Herz- und Basisnote erzählen. Das ist ja dieses Pyramidensystem. Kopfnote ist das, was du ganz am Anfang riechst, also wenn der stechende Duft weg ist. Das ist immer ganz schade bei denen hier. Man nimmt diese Kopfnote, halt ganz am Anfang war. Und du musst halt, wie gesagt, erstmal dieses Stechende, das musst du erstmal überwinden. Das erste, was du riechst bei ihm, ist jetzt das Orange, aquatische Note und Haselnuss. Haselnuss rieche ich inzwischen auch raus, habe ich aber erst wahrgenommen, bin ich ganz ehrlich, habe ich erst wahrgenommen, als ich es gelesen habe. Diese aquatische Note definitiv, die kann ich unterschreiben. Das Orange kann ich auch nicht unterschreiben. Also da bin ich ganz ehrlich, das rieche ich nicht. Und ich habe vor kurzem auch ein Parfüm für meine Mutter gekauft in der Parfümerie und da ist es ja meistens so, man riecht sich so ein bisschen durch. Und da habe ich festgestellt, dass mein Geruchssinn so nach einer Zeit einfach genug hat und abschaltet. Also was diese Nasen, die werden ja Nasen genannt, die diese Düfte zusammenstellen, leisten, ist einfach abartig. Von diesen Menschen gibt es nicht so viele. Die haben einen so ausgeprägten Geruchssinn, kann ich leider nicht bieten. Aber ich versuche mal zu beschreiben, wie ich das Parfum hier wahrnehme. Die Herznote ist das, was nach 10 Minuten rauskommt und das ist Rose, Ananas, Melone, Heliotrop, Jasmin, Sandelholz, exotische Früchte. Ich finde, so ein Hauch Sandelholz ist drin, sowas ganz leicht Harziges, aber das kommt wirklich nur im Hintergrund wahr. Ansonsten kann ich nur die Ananas unterschreiben, die ich rieche. Den Rest nehme ich selber auch jetzt nicht wirklich wahr, so kann ich nicht beschreiben. Ich weiß, da ist was, aber beschreiben könnte ich das jetzt nicht. Und das letzte ist die Basisnote, das ist das, wie der Duft mit deiner Haut also sich verbindet, also dein eigener Duft mit dem Duft, den du eben aufträgst. Und das ist Amber, Kokosnuss, Vanille und trockenes Holz. Amber ist hier nicht wirklich drin, aber es soll nach Amber riechen. Und das, ich weiß nicht, wie Amber riecht, ne? Also da kann ich nichts dazu sagen. Vanille habe ich schon festgestellt, dass ich auf Düfte reagiere, die eben sowas Sanftes, Leichtes haben. Und das hat eben Vanille an sich, dass sie eben alles noch so ein bisschen sanfter, cremiger, runder machen. Und da reagiere ich halt drauf. Ich bin jemand, ich mag
pudrige Düfte. Also die Düfte dürfen von allem so ein bisschen haben. Nicht zu blumig, aber auch nicht zu süß. Aber auch nicht zu harzig. Also das sind ja diese Noten, die in einem Parfüm drin sein können. Und so ein bisschen von allem finde ich wahnsinnig interessant. Aber sobald da irgendwas extrem rausriecht, hat es eigentlich bei mir schon verloren. Das kannst du wirklich auch so ein bisschen überparfümieren, auch wenn es nicht lange hält. Du kennst die Damen, die an dir vorbeilaufen auf der Straße, die einfach eine irrsinnige Duftnote hinter sich herziehen. Ist angenehm, wenn du den Duft gerne magst, aber eher unangenehm, wenn du es nicht riechen kannst, ne? Also du kennst das wahrscheinlich. Ich finde das nicht nur negativ, dass die nicht so lange halten, weil ich früher auch immer so ein bisschen das Problem hatte, ich wollte ein bisschen Auswahl. Aber es war auch so ein bisschen so, je mehr Parfums du hast, desto eher ist auch die Chance, dass so ein Duft kaputt gehen kann. Es gehen einzelne Noten zuerst kaputt, das finde ich ganz interessant. Also die Kopfnote macht sich sehr schnell bemerkbar, dass da irgendwas nicht mehr so richtig stimmt. Und die kannst du halt aufbrauchen, weil du trägst die dreimal am Tag auf und dann wird es halt eben auch leer. Und kannst dir dementsprechend auch eine kleine Auswahl bieten. Ich habe dir einen kleinen Tipp. Behalte deine Düfte im Dunkeln auf. So hält dieser Duft wirklich länger. Ich mache es so, dass ich die Schachtel nehme und den Duft in der Schachtel aufbewahre. Wenn du eine Schublade hast oder so, steck es in die Schublade rein, aber nicht irgendwie auf deiner Kommode so stehen lassen. Das tut dem Duft nicht gut. Er hält zwar 36 Monate und in diesen 36 Monaten kann man ihn unwahrscheinlich leicht aufbrauchen, aber nichtsdestotrotz halt die Düfte in der Packung, bewahre die in der Packung auf. Dunkelheit ist für so einen Duft immer ein bisschen besser, als wenn da irgendwie direktes Licht drauf scheint, weil das Licht macht relativ viel kaputt. Noch ein kleiner Tipp, bei Rossmann sind die Düfte ein bisschen günstiger mit 5,99 Euro. Bei DM kosten sie tatsächlich 6,99 Euro, mit 1 Euro eben teurer. Ich habe aber auch schon festgestellt, der Rossmann hat nicht die, doch eigentlich hat der Rossmann ziemlich viele Düfte. Der DM bei mir in meiner Stadt hat lange nicht die Düfte, die der Rossmann hat. Kennst du die Larif Parfüms? Hast du gute Erfahrungen damit gemacht? Ist es bei dir auch so, dass die irrsinnig schnell verfliegen? Das finde ich hier sehr toll. Also das ist bis jetzt das, was ich am besten finde. Und ich habe 3 bis jetzt gehabt. Cash habe ich hier noch. Das kann ich gerne auch vorstellen. Je nachdem, wie dieses Video hier jetzt funktioniert. Also gerne unten mal in die Kommentare, wie du dieses Videoformat findest. Dann stelle ich eben weitere Düfte vor. Natürlich kann ich das nicht in der Regelmäßigkeit machen, wie ich andere Produkte vorstelle, weil sowas muss man eben erstmal aufbrauchen. In diesem Sinne melde ich mich ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!